Liebe Frau Hoffmann, herzlich willkommen in unserer Reihe Digitale Kulturvermittlung. Sie werden heute, vor allem dann aber auch bei unserem Special Event Digitale Kulturvermittlung Hands-on, einen Einblick in Content-Strategie geben. Was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff eigentlich? Was bezeichnet Content-Strategie? Ja, hallo Frau Zimmer, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr darüber. Was verbirgt sich hinter Content-Strategie? Content heißt ja Inhalt und nun könnte man natürlich auch sagen, man will es Inhaltsstrategie nennen, aber das hat sich inzwischen so durchgesetzt, dass wir mit Content-Strategie den Umgang mit allen Inhalten, natürlich überwiegend in der Kommunikation, verstehen, auch aber nicht nur die digital ausgespielt werden. Und wie der Name schon sagt, es geht um eine Strategie. Und wenn wir über die Umsetzung sprechen, also wenn wir darüber sprechen, dass Inhalte dabei helfen sollen, Ziele zu erreichen oder eine Zielgruppe zu erreichen oder eben etwas zu verkaufen, dann sprechen wir vom Content Marketing. Das heißt, was wären denn jetzt so zentrale Elemente einer Content-Strategie, die man Ihrer Ansicht nach kennen sollte, um sich da ein besseres Bild davon zu machen zu können? Naja, wenn man zunächst mal muss man eben, wie der Name schon sagt, strategisch arbeiten. Dazu muss man wissen, was will man selbst erreichen, wen will man erreichen, welche Inhalte brauchen diese Zielgruppen und wie erkennen die auch sofort ihren Nutzen, sodass sie bereit sind, sich mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen. Denn Aufmerksamkeit oder eben auch Zeit sind ja die wertvollsten Güter in dieser Aufmerksamkeitsökonomie und es ist gar nicht so einfach, sich mit seinen eigenen Inhalten durchzusetzen. Nun haben ja Kulturinstitutionen den einen großen Vorteil, dass ihnen nicht sozusagen a priori Kommerzialität unterstellt wird. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich habe ja 7 Jahre lang die Unternehmenskommunikation oder die Kommunikation eines Museums geleitet und war stellvertretende Museumsdirektorin, kam ursprünglich aus der Wirtschaft und war dann nachgerade erstmal perplex, auch im Umgang mit Medien, wie groß die Offenheit war gegenüber den Inhalten, weil eben keiner gedacht hat, naja, das ist hier eine Firma, die für sich werben will. Ja. Das heißt, das sind sehr gute Startvoraussetzungen, aber gleichwohl muss natürlich ein Inhalt von Anfang an interessant sein und auf die Ziele der Zielgruppen einzahlen, aber eben auch auf die eigenen strategischen Ziele, damit es Sinn ergibt, ihn zu erzeugen, ihn auszuspielen und damit er eben auch die gewünschten Kommunikationsziele erreicht. Unsere Reihe richtet sich ja jetzt gerade an die Kulturinstitutionen, also an die Museen, Bibliotheken, Archive und Theater. Wo sehen Sie denn da die großen Einsatzmöglichkeiten von Content-Strategie? Ja, lassen Sie es mich mal umgekehrt nennen. Sie können als Kulturinstitutionen gar nicht keine Content-Strategie haben. Sie haben ja Inhalte und wenn Sie Menschen erreichen wollen, dann brauchen sie diese Inhalte und jede Kulturinstitution tut das auch schon. Die Frage ist eben, wie strategisch dies geschieht, wie gut dies sich in Medien wiederfindet, das heißt, wie gut auch diese Medien geplant sind. Und es ist natürlich in der Kultur auch und zutiefst ein Ressourcenthema. Diese Ressourcen sind ja nicht unendlich, aber das ist übrigens auch in Unternehmen so, dass man oft mit Ressourcen haushalten muss. Das heißt, eigentlich machen die Kulturinstitutionen wahrscheinlich die Einzelelemente schon alle, so wie ich sie verstehe. Und vielleicht ist jetzt gerade die große Krux, das dann zu einem großen Ganzen, zur Strategie vielleicht zusammenzubinden oder überhaupt zu sehen, dass das unter dem Begriff der Content-Strategie schon zu fassen wäre, was man in Einzelelementen im Haus macht. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, genau. Und dass es überhaupt strategisch ist. Also ich meine, etwas nicht strategisch anzugehen, ist ja auch eine Strategie. Aber oft werden solche Dinge eben sehr taktisch betrieben. Wir haben hier einen Inhalt, wo können wir den denn ausspielen? Sinnvoll ist es, eine Content-Strategie, wenn wir jetzt mal über die Ebene der Medien sprechen, zu gucken, wo ist denn unser eigener Content-Hub? Wo ist sozusagen das
das digitale Abbild unserer Institution? Wie ist das vernetzt mit beispielsweise Accounts in sozialen Netzwerken, aber eben nicht nur den eigenen? Es geht ja nicht nur darum, was man selbst in sozialen Netzwerken aussendet, sondern eben auch der Gestalt, dass es dazu einlädt, die eigenen Inhalte zu teilen. Und da übrigens wird man dann auch immer wieder auf Hindernisse treffen. Das wandelt sich auch gerade. Aber beispielsweise Museen dürfen ja gar nicht Bilder aller Exponate einfach so ins Internet und in Social Media stellen. Oder manchmal möchten Menschen für ihren eigenen Instagram-Account, und auch das ist ja Teil der Content-Strategie, User-Generated Content einzubinden. Also Inhalte, die von Usern, die von Besucherinnen erstellt werden, einzubinden. So, und dann würde gerne eine Besucherin einen Inhalt teilen, ein Bild eines Exponats auf Instagram teilen, und dann ist das gar nicht erlaubt. Das heißt, es ist ein sehr komplexes Ding, aber man kann es letztlich zurückführen, oder man kann es, lassen Sie mich anders ausdrücken, man kann es an einem Punkt im System angehen und von da aus Schritt für Schritt, so wie die Ressourcen es erlauben, entwickeln. Also keine Ressource ist zu klein, kein Plan ist zu taktisch, als dass es sich nicht lohnen würde, von da aus auf die strategische Ebene zurückzugehen. Viele Häuser sind ja auch gerade sehr strategisch unterwegs, weil wir natürlich eine Situation haben, die wir noch nie vorher hatten. Kultur findet seit fast einem Jahr komplett im Internet statt. Das heißt, die meisten schlagen sich gerade mit virtuellen Ausstellungseröffnungen, Instagram-Live-Führungen, digitalen Theaterveranstaltungen rum und werden natürlich jetzt dann über kurz oder lang an dem Punkt stehen, wie können wir eigentlich die digitalen Angebote, die sich gelohnt haben, die gut waren, die man auch gerne verstetigen möchte, wie können wir die jetzt mit den analogen Angeboten, nenne ich sie jetzt mal, zusammenführen, die wir seit Jahren, Jahrzehnten im Haus haben, die auch sehr gut funktionieren. Aber wie können wir das wirklich zusammenbringen, dass das auch ein gutes Gesamtpaket ergibt sozusagen? Wo sehen Sie denn da zentrale Punkte, wo sich vielleicht auch dann gerade noch mal Content-Strategie anbieten würde, um gerade digitalen und analogen Raum und die Angebote jetzt wirklich zu verzahnen und zu verknüpfen? Wo könnte man da ansetzen? Das ist so ein bisschen so eine Frage wie, was kostet ein Auto? Das ist natürlich sehr individuell abhängig von der jeweiligen Strategie, wie ich schon gesagt habe, von den Ressourcen. Das unterscheidet auch verschiedene Kulturinstitutionen. Also es ist ein großer Unterschied, ob es ein Theater ist und ein Museum ist. Und wenn in Vor-Corona-Zeiten oft gesagt wurde, ja, wenn wir zu viel einer Ausstellung ins Internet setzen, dann hält es die Leute ab, in unser Haus zu gehen, was ich nie geglaubt habe, weil das unmittelbare Erleben eines Kunstwerks ist immer ein anderes als im Internet. Ja, dann haben wir im Moment ganz, ganz große Chancen. Und die Chance besteht auch darin, Zielgruppen zu erreichen, die wir bisher vielleicht gar nicht so viel ins Museum bekommen haben. Es ist ja in sehr vielen Häusern, und das weiß ich eben aus eigener Museumsarbeit, sind die Zielgruppen zwischen, ich sag mal, 18, 19 und Mitte 40 oder noch etwas darüber sehr, sehr schwer in Museen zu bekommen. Das ist die Zeit, wo Menschen andere Interessen haben, wo sie Familien gründen, wo sie beruflich sehr eingespannt sind. Und die sind eben schwer ins Museum zu kriegen. Kinder und Jugendliche kriegt man gut ins Museum, auch wegen der Pädagogik, Senioren auch wieder. So, und jetzt haben wir eben die Chance, Strategien zu entwickeln, um diese Zielgruppen auch zu erreichen. Denn genau die sind ja einfach sehr, sehr digital affin. Und da sehe ich im Moment die ganz große Chance. Und da auch wirklich gezwungenermaßen zu entwickeln, wie können wir Menschen erreichen, wie können wir sie mit Kultur fesseln und damit natürlich auch ein Stück weit, das ist ja nicht leicht für Kulturschaffende, die große Frustration überwinden, die im Moment herrscht. Also gerade im Bereich Theater, ich kenne Schauspielerinnen und Schauspieler oder Theatermacher persönlich,
für die ist es kein Ersatz, Videos im Internet zu haben. Die brauchen die Bühne, die brauchen die Menschen. Übrigens, das ist für mich auch so, ich bin ja Vortragsrednerin und es ist ein ganz großer Unterschied. Es ist schön, sowas im Internet zu erzählen, aber dieses Erlebnis der Bühne, der 600 oder 1000 Menschen, der Energie aus dem Publikum, das kann man nicht ersetzen. Aber man kann diese Zeit nutzen, um Dinge zu entwickeln, um Zielgruppen wieder besser zu erreichen. Viele Theater haben ja dieses Problem der Überalterung ihres Publikums. Und da sehe ich die Chancen und da würde ich jetzt auch ganz gezielt ansetzen. Es ist ja mit eine der großen Erkenntnisse eigentlich des letzten Jahres, dass das Digitale das Analoge nie ersetzen kann und wird und auch nicht soll. Ja? Einiges schon. Ja, also ich merke halt zum Beispiel, das ist jetzt ein anderer Bereich, aber ich habe manchmal vor Corona schon gedacht, muss ich für dieses zweistündige Meeting 5 Stunden hin und 5 Stunden zurückfahren und jetzt nach einem Jahr weiß ich, vieles ist zu ersetzen und übrigens auch, ja, bestimmte Live-Erlebnisse kann man nicht ersetzen, aber man kann Kultur auch Menschen zugänglich machen, die sonst nicht hinkommen könnten und das ist immer noch besser als gar nichts, oder? Das auf jeden Fall. Das wäre der Punkt gewesen, wo ich auch hin wollte, dass es quasi eine Ergänzung ist und dass ich das beides wunderbar zu einem Gesamtbild sozusagen oder einem Gesamtpaket ergänzen kann, dass man Einzelteile gut ersetzen können, aber eben bestimmte Live-Erlebnisse einfach nicht. Und wo wir jetzt auch gerade die große Chance sehen, hier weiterzuarbeiten dann. Jetzt ist ja Strategie immer ein riesenweites Feld und manchmal steht man davor und denkt sich, oh Gott, wo denn jetzt eigentlich anfangen? Was wären denn jetzt so aus Ihrer Sicht quasi 5 Kernfragen vielleicht, mit denen man anfangen kann? Wenn man noch keine digitale Strategie hat, wenn man viele, viele Einzelelemente hat in seinem Haus, aber noch ja mehr so ein Flickenteppich, der eine Strategie werden soll. Wo würden Sie denn sagen, das wären jetzt mal so die 5 Fragen, wenn man damit anfängt, ist man schon mal auf einem guten Weg am Anfang? Also die erste Frage ist wirklich, sich selbst nochmal zu überlegen, was ist die Strategie unseres Hauses? Und dazu gehören natürlich auch, und auch das muss man im Kulturbereich sich überlegen, Geschäftsmodelle. Es gibt ja in fast keinen Kulturinstitutionen im Moment, also im Moment wird vieles als Überbrückungstechnik betrachtet, weil man nicht live sein kann. Aber sich neue Geschäftsmodelle oder auch Monetarisierungsmodelle im digitalen Raum zu überlegen, das steckt noch ganz in den Kinderschuhen und das hängt natürlich auch eng mit der Content-Strategie zusammen. Also die erste Frage wirklich, was ist denn unser Geschäftsmodell, analog und digital, und wo wollen wir strategisch hin? Die nächste Frage sollte die sein nach den Zielgruppen. Wen wollen wir denn wirklich erreichen? Was sind auch unsere Wachstumszielgruppen? Also was sind Zielgruppen, die wir bisher noch nicht so gut erreichen und die wir jetzt vielleicht besser erreichen, wenn wir das strategisch nochmal neu aufstellen? Die dritte Frage sollte dann lauten, was brauchen diese Zielgruppen? Also welchen Nutzen bieten wir denen? Und wie machen wir das auf den ersten Blick erkennbar? Nicht nur mit Aussagen oder Selbstaussagen, sondern auch mit medial. Da spielt auch Usability eine Rolle. Die vierte Frage muss dann natürlich lauten, wie setzen wir das in Medien um? Und auch in dem Zusammenhang, was ist das Optimum dessen, was wir erreichen wollen und was ist das Minimum? Irgendwo dazwischen liegt das Machbare. Und deswegen muss die fünfte Frage ganz sicher lauten, welche Ressourcen stehen uns zur Verfügung? Wie können wir personelle und finanzielle Ressourcen einsetzen, aufteilen, um einen guten Plan zu machen? Vielen Dank für diese Einstiegsfragen, die sehr anregend sind. Und ich bin sehr gespannt, was die Kulturinstitutionen daraus machen. Ich danke Ihnen jetzt heute erstmal für das Gespräch zum Einstieg und wünsche Ihnen dann zusammen mit den Kulturinstitutionen einen tollen und ergebnisreichen Tag bei Digitale Kulturvermittlung Hands-on. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für Ihre spannenden Fragen und das wünsche ich uns und mir auch.